kann man zu zweit auf einem Pferd reiten? Das glaube ich nicht. Ah, das wäre komisch. Das wäre komisch. Das würde mich dann das würde mich an das Siegel der Templer erinnern. Ja, und außerdem wäre ich dann ein flotter Zweier. Horsti, ich habe irgendwas gesagt über Jugendfreiheit. Aber das geht ja eigentlich doch. Naja, war nichts Anstößiges. Naja, fast. Kommt davon, wie man sieht. Du hustest viel zu viel. Hast du wieder Corona oder hast du wieder zu viel Milch geraucht? Getrunken. Ja, wahrscheinlich zu viel geraucht. Nein, Milch getrunken natürlich. Milch geraucht. Milch getrunken. Ja. Ich rauche meine Milch. Ich rauche meine Milch und trinke meine Zigarette. Das ist für Sicherheit gut. So. Ja. Dann haben wir den Dorfbewohnern fast allen Jobs gegeben. Also Steve. Bin ich gekommen? Hier. Höhe? Schaut aus. 24. Bald bin ich auf Tierhöhe. Ich will aber keine Tiersuche. Alter. Was machst du denn da, Horsti? Was machst du da gerade? Ja, ich tue gerade Grabungsarbeiten machen. Ich grabe mich runter irgendwo hin. Du tust gerade Grabungsarbeiten machen? Genau, ich tue gerade Grabungsarbeiten machen. Genau, so ist es. Auf Tierhöhe schleiche ich mich. Ich muss Eisen finden, Leute. Das ist wichtig. Pferd, bleib hier. Ich glaube, ich muss mal angeln gehen, damit ich dem Pferd einen Namen geben kann. Ich habe da nämlich einen speziellen Namen für Pferde. Okay, zum Beispiel? Nee, das werdet ihr ja sehen. Ferdinand. Oder noch besser. Das ist schon mal ganz gut. Oder Fernando. Wer von euch beiden hat die Minecraft-Folge bei mir gesehen? Pedro, Anfang und Ende einer kurzen Freundschaft? Nö, gar nicht. Als ich einen Papagei hatte und der hat nur eine Folge überlebt. Ich glaube auch nur knapp eine Folge. Der hat mich so lange geärgert, bis ich ihm so oft eine gehauen habe, dass er dann, dann war Feierabend. Horsti, du weißt ja aus meinem Let's Play, dass ich ein sehr geräuschempfindliches Kerlchen bin und sehr ungehalten werden kann, wenn Dinge zu laut sind, ne? Das Viech hat die ganze Zeit irgendwie Baby-Zombies emuliert und ich war sowas von angepisst von dem Viech, echt, ey. Und irgendwann hat es dann geklappt. Ich habe einen Stack Eisen. Eisen kann immer gebraucht werden, überall, von jedem. Ich sammle meine Eiernen. Ich bin das so eigen. Ich möchte wirklich selber das alles suchen, sammeln. So wirklich, echt jetzt, das ist so. Okay, dann macht viel Spaß. Echt jetzt? Ja, echt wirklich, jetzt? Voll. Echt jetzt? Echt voll. Wie sage ich immer, voll Leinwand. So, volle Leinwand? Voll Leinwand. Leinwand heißt bei uns super. Ach so. Ja, Leinwand. Ihr habt schon eine seltsame Sprache da in Ösiland, das muss man schon ganz einfach sagen. Stimmt, ja, stimmt. Ja, und schönen Gruß auch mal an die ganzen Ösis da beim Horsti, ne? So, grüß Gott, euer Miteinander, oder wie er da immer sagt, so. Servus, Leidon. Servus, Leidon. Ja, genau. Servus, ihr Leidon. Ihr Leidon. So. Welche Höhe habe ich jetzt? Ich bin ja bald auf Dia-Höhe. Ja, dann bau dir mal einen Dia-Projektor. Ja, ich habe schon über 10 Stück Dias, aber ich möchte natürlich Er schnallt das nicht. Ein Dia-Projektor, ja, habe ich jetzt, jetzt habe ich gecheckt. Ja, ich brauche ein bisschen länger, ich bin der Horsti. Edzardler. Wenn wir gestern geredet haben, Honk, ich bin eigentlich ein blaues Kerlchen. Wirklich? Ja, eigentlich, geil. Ja. Ich bin nicht immer so doof, wie ich mich darstelle. Ich möchte das auch einmal erwähnen, ja? Ja. Ich bin nicht immer so horstig, wie ich mich eigentlich gebe. Ich meine, ich bin schon horstig, aber ich sage immer, ich bin ein Idiot oder ich bin horstig und so weiter. Aber es stimmt ja gar nicht, ja? Wenn ich es bin, dann bin ich es einfach und ja. Wer nicht damit zufrieden ist, wegschalten. Tschüss, Ende, aus und over. So sage ich das nur mal. Nö, ich bin einfach horstig, was Spiele angeht. Aber das heißt nicht, dass ich ein dummer Mensch bin. Leute, merkt euch das. Ja, merkt euch das. Ich spiele allgemein erst Computerspiele seit 2 Jahren. Sonst in meinem Leben. In meinem Leben nie. Wirklich? Meine Güte.
Das nie. Ja, in meinem ganzen Leben habe ich nie PC-Spiele gespielt, in meinem ganzen bisherigen Leben, bis auf die letzten eineinhalb, zwei Jahre, ja. Ja, ist wirklich so. Und deshalb bin ich horstig und doof bei den Spielen, aber das heißt nicht, dass ich in echt wirklich doof bin. Leute, das ist ein Unterschied. Also, an alle Kritiker da draußen, ihr habt es gehört. Leute, so. Von heute. Von heute. wo habe ich? Ich habe jetzt keine. Weg mit diesen Dingen. Dingsen. Weg mit diesen Dingen. Dingsen wollte ich. Ich brauche wieder eine Axt. Ach, geht sie nicht aus. Willst du schon wieder Dingsen? Dingsen, ja. Gebüte, Leute. Leute, es reicht jetzt, Leute. So, ich gehe mal raus da. Du gehst drauf? Du gehst drauf? Nein, ich gehe nicht drauf, ich gehe rauf, hinauf. Okay, das Dach hier wird komplizierter, als ich es dachte und, das ist eine gute Sache. Das Dach wird komplizierter, als ich dachte. Das dachte er, das ist ein gutes Wortspiel. Ponkert's drauf. Oh ja. Ja, die blöden, bescheuerten Wortspiele, wo ich ja immer sage, irgendwann wird mich mal jemand dafür erschlagen, dass ich die immer bringe. So, mir fällt jetzt gerade keins ein. Ich bin heute wirklich ein bisschen durch. Also, kann tatsächlich sein. Ich sollte was essen, ne? Leider. Kennst du das? Babys machen das doch immer. Irgendwie so. Genau, das war okay. Genau, ja. Oh, da habe ich Steine drin. Ich muss meine ganzen Sachen mal wegbringen, ne? Kohle. Musst du was weggeben? Ich muss was weggeben. Und das nicht wenig. Ich habe hier Sand, Granit, ja, das geht sich auch noch aus. Das geht sich aus. Lauter Bruchschweine da. Ach Gott. Ich hasse Bruchschweine. Nein, ich mach's ja nicht. Bruchschweine? Ja, ist ja wurscht. Bruchschweine, Bruchsteine, Bruchleime. Keine Ahnung. Ach, dieses Rumgetue. Was hast du denn jetzt gemacht, Mann? Das ist doch total falsch hier. Honk, halte ein. Es wird nicht so schnell vorbei sein. Eine Anspielung, liebe Leute, auf Let's Play vom lieben Honk. Fallout 3 macht ich will mir das Spiel auch, wollte mich auch zulegen. Ich habe es sogar schon gekauft und habe es nicht zum Laufen gebracht, Leute. Ja. Leute von heute. Ja, genau. Ja, wirklich. Ich habe es nicht zum Laufen gebracht. Ich war einfach... Ich kann sowas. Irgendwas hat da nicht gestimmt. Es wird wieder Nacht, Leute. Leidl. Ja, also, ich bin gerade in der Höhle, also ich habe kein Bett mit. Okay, Moment. Time set day mache ich mal. Ja, bei solchen Fällen können wir es mal machen, ist cool. Ja. Horsti, du kannst das übrigens auch, ne? Ach so, kann ich einmal, habe ich. Aha, okay, ja. Ja, ich habe dir den ich habe dir die Priorität oder die rechte gegeben. Und auch die linke. Und die linke Hand des Teufels. Was? Kennt ihr das von Linke Hand des Teufels, Bud Spencer Film? Ja, da gab's schon mal was. Ja, super Film, top Film. Rechte und die linke Hand des Teufels. Super. Warte mal, wie hab ich das denn gemacht? Ich komm hier durcheinander, Leute. Leider von heute. Ich sollte. Ah ja, genau. Ich werde zukünftig ein Lagerhaus hier drüben bauen, auf meinem Plateau hier. Das kommt da drüben hin, das Lagerhaus. Ah, es wird schon wirklich cool. Ich muss die ganzen Sachen unterbringen können. Ja, das ist klar. Das ist immer der Traum vom Lagerraum, sage ich ja. Ja. Mein Pferdchen schwebt noch immer. Ich habe ein Zauberpferd, Leute. Ja? Ein Zauberschwertpferd? Ein Zauberschwertpferd. Nö, ein Diamanten-Zauberschwertpferd. Oh, sag mal zehnmal hintereinander schnell Diamanten-Zauberschwertpferd. So. Das ist unmöglich. So. Was gebe ich da rein? Ich auch. Gerade jetzt im Moment. Nether Rack gebe ich dann in die Truhe rein im Nether Portalraum. Was macht der lieber Hund gerade eigentlich? Ich baue ein Dach. Der Dachdecker, super. Ich baue einen wunderschönen Dachstuhl. Weißt du? Dachschaden. Entschuldigung. Er baut einen Dachschaden. Also ich muss jetzt unbedingt eine Axt bauen. Leute, sonst geht das nicht. Mhm. Das geht überhaupt nicht.
So, ich komme zack, werde ich dreimal. Ich auch. Warte mal. Wie habe ich das gemacht? Habe ich da. Wieder eine Hexe. Ah, nö. Schwer zu sehen. Bist du gerade zu Hause bei dir oder wo bist du gerade, Alfons? Ich bin gerade in der Höhle unter meinem Haus und ja, hier ist es. Ah, unter deinem Haus, okay. Ja, ich auch. Ich baue mich, habe mich auch untergebaut unter meinem Haus. Alter, die Hexe ist ja mehr als laut, wo bist denn du? Naja, hier oben ist auf jeden Fall Lapis, das werden wir mitnehmen. Zack. Lipas, Lapis. Ah, scheiße. Aha. Ich bin wieder bei der 29. Folge, Leute. Mhm. Im Gesamt halt. Seit unsere Let's Play, seit ich dabei bin. Geil. Ja. Wieder was zack, zack ich voran. Auf jeden Fall. Alter, diese Hexe, die fuckt mich gerade ab. Ich sehe sie nicht, aber ich höre sie. Das ja, mich fuckt hier gerade das Dach ab. Ich krieg das irgendwie nicht geplant. Mhm. Leute, wisst ihr, was ich extrem Lust hab? Ich hab so extrem Lust, heute 3 oder 4 Bier zu trinken, ey. Echt jetzt. Dann bist du aber voll wie die Hacke. Nö, ja, wenn ich 3 trinke, dann merke ich schon wirklich und dann merkst du mir auch wirklich, dass ich lall und so. Aber bei 2 geht's noch. Ich habe das letzte Mal gesehen, da hatte ich 2 Bier getrunken und das ist auch nicht gegangen. Ach ja? Und wenn ich dann 3 trinke, dann, Leute, dann merkt man schon. Da gab's doch dieses Lied von, wie hieß der noch, von Georg Danzer. Heid bin ich wieder fett wie ein Radierer. Ja, heid bin ich wieder fett wie ein Radierer. Ja, ja, ich kenne das. Aber noch immer nichts gegen die ERV. Die ist unschlagbar. Ja, ja, nichts gegen die Ehefrau. Gegen die ERV, genau. Nicht gegen die ERV. nee, also ich glaube, vom Georg Danzer habe ich wirklich das meiste an so mein Pseudo-Österreichisch und so weiter gelernt. Weil ich habe den schon so früh gehört. Also mein Lieblingslied von ihm war ja Die Freiheit. Weißt du, Die Freiheit ist ein sonderbares Tier und so weiter, ne? Das fand ja, ich so geil. Genau. Das ist auch super. Wirklich genial. Ja. Der hat schon wirklich... aua, ich bin aufs Maul gefallen. Der hat auch schon wirklich so richtig wegweisende Texte gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich heute richtig rede. Ich versabbel mich die ganze Zeit. Ja, ich auch. Ich bin heute... Also Leute, es verzeiht mir auch, wenn es rüberkommt so oder wenn es ankommt so, dass ich bin einfach verwirrt heute. Hat einen langen Tag. Auch der liebe Honk, gell? Hat es doch anstrengende Tage. Und der liebe Alfons sicher sowieso, weil der muss ja viel... Hat er viel zu nicht? Zum Lernen? Nö, ich leg eigentlich nur rum oder so. Ach so, okay. Dann ist es kein Wunder, dass... diese Scheißmaus. Dann ist es ja kein Wunder, dass du hier dann immer so viel Energie hast, ne? Ja, stimmt. Naja, ich sag mal so, ich war heute schon viel draußen, aber trotzdem bin ich relativ energiegeladen und noch am Start. Okay. Ja. Na, wisst ihr Leute, die Corona-Luft macht so fertig. Das ist die Corona-Luft. Die Luft. Was? Moment, das geht doch hier alles nicht. Das geht doch alles nicht. Ich habe übrigens wieder Dias gefunden, Leute. Ja, ach, das ist doch nichts Neues bei dir. Ich will, das hab ich schon so gedacht. Da liebe Honk will in Fallout 3 immer Stimpax-Millionär werden. Und ich möchte Kohle-Millionär werden in Minecraft. Und das kann man ganz schnell mal hinkriegen, ja. Das weiß ich. Und auch Rotstein-Millionär. Ich liebe Rotstein. Ich möchte mir nämlich einmal ein Lämpchen bauen. Haha. Ach so, so eins zum Ein- und Ausschalten, ne? Ja, genau. So ein Mechanismus. Aber weißt du, was noch geiler ist? Ich habe das nur mal in der Privatwelt gemacht, aber ich möchte es eigentlich mal für ein ganzes Dorf machen. Es gibt nämlich, wenn du Nether Quartz hast, da kannst du draus Lichtsensoren, Tageslichtsensoren bauen. Und dann kannst du die Beleuchtung von einem Dorf automatisch ein- und ausschalten lassen. Das ist cool, das habe ich auch schon gesehen, aber das weiß ich jetzt gar nicht, wie es geht. Ich weiß, wie man so Lämpchen baut, also so Licht zum Ein- und Ausschalten, weiß ich. Das ist klar. Aber dieses Ding nicht, diesen Mechanismus von diesem, was du gerade gesagt hast, das schaffe ich noch nicht. Also aber man kann mit den Lichtsensoren sogar das so hinkriegen, dass das ganze Dorf abgeriegelt wird, sobald es Nacht wird, dass die Stadttore geschlossen werden und so weiter. Also das habe ich noch nicht fertig gekriegt, aber... Das ist heftig, ja. Ich glaube, das vielleicht eines Tages mal machen. Der Tobi kann sowas, was ich weiß, ja. Ja.
Ja, der ist da schon richtig gut drin. Aber der Tobi, der kann auch gut trollen, also. Ja, das schon, das sowieso. Das sowieso. Also mit ihm Minecraft spielen ist anstrengend, wirklich. Es ist einfach so. Ja, ich habe das ja gesehen, wie er alle deine Kühe auf den Kopf gestellt hat und so weiter und so fort. Ja, genau, ja, ja. Habe ich denn noch irgendwo Baumaterial? Irgendwo. Nee, ich habe kein Baumaterial mehr. Leute, ich habe kein Baumaterial mehr. Wird das schon wieder Nacht oder sehe ich das falsch? Siehst das richtig? Okay. Weiß ich nicht, ich bin gerade unten. Ah, perfekt. Ja, es wird Nacht, sehe ich von unten hier, wenn ich raufschaue. Ich kann nicht. Ich bin in der Höhle immer noch. Mhm. Dann. Ja. Ja. Tag. Tag. Guten Tag. Moin. Tag, moin, moin, moinsen. Moin Meister. Moin Meister. Ach. Ach du meine Güte, ich habe neulich mal wieder die Werner-Filme auf der Festplatte ausgegraben und habe sie alle durchgeguckt. Ah, Werner, tut es nötig, dass das Motorrad so laut ist? Oder das Moped? Genau, ja. Den Scheiß hatten wir aber, glaube ich, hier neulich auch schon, ne? Irgendwie, dass wir hier rumgeblödelt haben darüber, ne? Ist das richtig? Mhm. Okay. Ich habe Papier. Ich habe. Was wollte ich jetzt nochmal hier holen? Ach ja, den könnte ich ja eigentlich mitnehmen. Oh mein Gott. Könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Erstmal. Und dann könnte ich. Ach, ich habe noch Emeralds hier. Geil. Ja, ich baue da. Ich baue nicht. Also, ich grabe mich ja durch. Ich muss nämlich so viele Ressourcen. Möchte ich sammeln. Nein, ich möchte einfach so viele Ressourcen sammeln, weil es einfach für mich. Wichtig ist für mein Lagerhaus, was ich demnächst bauen möchte. Das möchte ich nämlich mit normalen Steinen bauen und Steinmauern und so. Ach, das geht ja gar nicht. Moment. So. Ich werde hier komplett durcheinander gebracht. Durch den Horsti! Nee, ja. Das ist nicht deine Schuld. Das Hallo, ich bin das. So, ich mache mir jetzt was Besonderes. Ich mache mir jetzt was Schönes Besonderes. Er macht etwas Besonderes. Pass auf, ich benenne es und dann kann Horsti wird wahrscheinlich erraten können, was ich mir gerade mache, wenn ich sage Luftmurmel. Natürlich, logisch. Leute, das muss man, wenn man einen Honk mag und liebt und einfach seine Let's Plays schaut und mag, dann weiß man, was das bedeutet. Ist einfach so. Es ist die Kappe, eine Eisenkappe mit Respiration, also mit Atmen. In einem Atemschutz, dass du unter Wasser länger atmen kannst. Das habe ich dir. Da hat es ein paar Folgen gegeben, wo du unter Wasser warst, wo du die Tempel unter Wasser gemacht hast. Also wie du da. Oder was? Warte mal, was war das? Unterwasserruinen habe ich gemacht. Ja, genau. Und natürlich auch Schiffe, klar. Schiffe habe ich auch gemacht. Das ist klar. Jetzt brauche ich noch ein paar Fäden. Fäden nehme ich mal, will ich dann zukünftig auch mir holen, wegen Pfeile, ne? Wegen Bogen. Ah, Bogen, Entschuldigung, Bogen. Ich verwechsel das jetzt mal. Willst du einen nagelneuen Bogen haben? Ja, im Dorf in der Kiste sind ein Haufen Bögen. Also drei. Ja, nee, ich habe hier auch einen. Einfachen habe ich hier auch noch, ja. So, ich suche jetzt nicht mehr lange, weil ich möchte jetzt nicht Folgen über Folgen. Möchte ich jetzt nicht da durchgraben, aber ich brauche die jetzt und ich brauche Eisen. Hm. Mach doch ein bisschen Strip, mein Ding. 12 Tier. Ja, mach das. mach das, oder? Ich überleg's mir ob ich es jetzt dann machen soll. Im Moment grabe ich nur wild vor mich hin. Horsti, Strip, mein Ding. Ja, immer Strip, mit mein D, Ding. Mit D. Ganz wichtig, ne? Immer mit D. Es kommt von Mind, Gedanken. ich habe neulich wieder gelacht, als ich eine Folge von dir gesehen habe, wo dann tatsächlich so im Titel drin stand, Strip, mein Ding. Da habe ich echt gedacht, Horsti, du bist dir echt für nichts zu schade, mein Guter, ne? So irgendwie. Oh Gott. Ja, das ist. Es ist schon ein Kreuz mit dem Horsti. Kraus. Ein Kraus, ja. Ein Kraus. Was mache ich als nächstes? Ich weiß nicht mehr. Horsti, ich weiß nicht, was ich als nächstes machen soll. Ich weiß es. Alter. Minenabenteuer.